Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Satisfactory zusammen mit dem Sven. Hey. Der steht da und winkt, beziehungsweise sitzt da und winkt, während sein Charakter in sein Virtual. So. Nein. So. Nein. Das schöne Segel schneidet YouTube nicht raus. Oder das kriegt so. Die nicht. Ja, genau. So, okay. Junge, so, jetzt haben wir uns aber genug gegenseitig geflaggt. Genau. Wir müssen nämlich Dinge tun. Und zwar ist ein nachhaltiges Problem, das wir immer noch haben, eine etwas schnodderig hereintröpfelnde Kunststoffproduktion. Schon wieder. Genau. Also es ist schon besser geworden, aber es ist irgendwie Moment mal. Hier passiert Thema Kunststoff. Ja? Ich stehe gerade oben über der Computerproduktion. Ja. Und hier sammelt sich ganz viel Kunststoff, das nicht weiterkommt. Also ein Teil der Produktion steht, während das andere Kunststoff, das hier abgeknapst wird... Ja, das läuft weiter. Das läuft. Weil da kommen ja Grundkomponenten für die Dingsproduktion. Aber was machen denn arbeiten die Dings nicht? Nee, jetzt liegt's hier an den Kabeln. Ach, bin ich happy. Jetzt kommen hier nicht genügend Kabel rein. Okay, aber Kabel kriegen wir, glaube ich, irgendwie schön. Nee, aber Kabel stehen hier. Hier stehen Kabel. Was, wie, wo, was, warum? Warte mal. Kabelschnitt. Waldemar. Fehlen hier die ja, hier fehlen die Anschlüsse für die Kabel. Was? Okay. Ja, keine Ahnung wieso. Hier kommen Kabel aus. Ja, da hat sich jetzt gerade ganz kurz was bewegt. Ja, es bewegt sich hier gleich noch mehr. Hallo Chat, da bin ich wieder. Hallo Ben, grüß dich. Und da hört man einen Ben. Und dann schalte ich den Ben hier auch wieder ein. 3, 2, 1 und jetzt guck mal, was ich da sichtbar mache. Okay. Computerproduktion läuft wieder. Okay, was war jetzt das Problem? Einfach nur, dass eine Leitung nicht angeschlossen war? Ganz genau, die Kabelleitungen waren nicht angeschlossen. Ja, und an dieser Stelle eine wunderschöne Lektion in Softwareentwicklung. Das passiert, wenn man beim Refaktorisieren nicht aufpasst. Genau. Wahrscheinlich habe ich beim letzten Mal genau da aufgehört. Wahrscheinlich. Na gut, wenn es jetzt funktioniert, ist ja alles schön. Das heißt, der Kunststoff kann dann auch erstmal abfließen. Ist ja nun jetzt die Frage, ne? Weil jetzt sehe ich nämlich da hinten halt auch wieder, der Kunststoff tröpfelt wieder. Also ist es jetzt doch wieder bei so einem Kunststoffproblem. Genau. Wir sind auf jeden Fall bei dem Kunststoffproblem. Ja gut, so. Dann müssen wir uns diesem Problem stellen. Ich möchte erwähnen, der Markus hat einen Clip draus gemacht. Was? Achso, der andere Markus. Genau. Hallo Galluga nochmal, hallo Markus. Hallo Ben. Ja, ich wäre gern. Hallo Ben. Ja. Ist euch aufgefallen, liebes YouTube, ist euch aufgefallen? Mir hat er nicht Hallo gesagt. Ich hab eben Hallo, da bin ich wieder gesagt. Aber er hat Hallo Markus gesagt und er hat nicht Hallo Sven Chat, gesagt. Chat, ich meine den Chat. Das macht's gerade nicht besser. Du hast mir nicht Hallo gesagt. Ja, ich meine den Chat nicht, dich halt die Fresse. Mein Leben ist so schlecht. Was kannst du nah ran, bis am Ende da warst. So. Was ist denn hier oben? Das sieht doch vom Chat. Das sieht doch nach einem Vorkommen aus, dass man freisprengen kann. Oder was für ein Vorkommen? Ja, hier oben, hier sind so schöne, dralle Dinge auf dem Hügel. Wo ist er denn? Schwarzpulver, ich habe noch 2 Nobelisken, das lässt sich verwenden. Und dann brauchen wir noch den Boomstick, da ist er. Warum kommt denn hier kein... Oh Mist, hier kommen Sachen nicht mehr an, weil... Tja, weil hier Dinge sind. Das heißt, der Sven darf hier mal kurz... 9E... Oh. So. Das wird nichts. Okay, ich habe eine gelbe Schnecke freigesprengt. Okay, das ist so... Ich bin begeistert. Hier hängen zwar immer noch zwei, drei Dinger in der Luft rum, aber das ist okay. Wir nennen es jetzt einfach, weiß nicht, wie das aussieht. Das ist kein Space Engineer, das ist Satisfactory. Das hat einen anderen Grundansatz, aber ähnlich. Bauen, sehr bauen. Viel mehr bauen.
Der Unterschied zwischen Space Engineers und Satisfactory ist, in Satisfactory hast du nichts von dem Zeug, das du baust, weil das musst du irgendwo hinkarren. So. Dann. So, das heißt, wo ist mein. Alter, wo ist mein Auto? Da ist ein Explorer und da ist ein Explorer. Oh, schwer. Ja, das ist jetzt doof. Au. Das ist jetzt doof. Ich hab gedacht, das funktioniert irgendwie. Sag mal, wo haben wir denn geparkt, ey? Ja, das frag ich mich auch gerade. Nichtsdestotrotz bin ich hier dabei. So, das könnte noch funktionieren. Ja. Oh ja, das funktioniert. Was, Förderband zu steil? So, ich sehe gerade den Zug wieder einfahren. Was macht... Ah, okay. Hallo? Jetzt dann. So, das dürfte jetzt nicht zu steil sein. Das dürfte dieselbe Höhe sein. Okay, ich sehe schon mal einen Explorer. Okay. Könnte sein, dass es meiner ist. Okay, ja. Das ist so, die richtige Höhe, Sven, aber es ist falsch. Das ist definitiv meiner. Okay. Das heißt, ich würde jetzt mal ganz kurz nach hinten fahren und mal schauen, was unsere distante Kunststoffproduktion so, sozusagen hat. Möglicherweise haben wir da auch wieder das Problem, dass, die Tanks vollgeschnoddert sind. Ja, das könnte sein. Könnte ich jetzt natürlich mal eine Runde flaschen. Aber mittelfristig sollten wir da dann vielleicht irgendwie auch wieder... Sag mal, was ist denn hier mit dieser Felskante los? Da bin ich auch flüssiger drüber gekommen. So. Ist halt die Frage, ob wir da hinten dann nicht auch gleich noch zwei Stromkraftwerke drauf bauen, die Sven. Ja. So eine Frage. Ja. Die Ölpipeline, die zu der Kunststoffproduktion an unserer Basis führt. Ja. Die sieht mir hier gerade sehr unterbrochen aus. Das kann eigentlich nicht sein. Ich gebe mal ganz schnell mein Spiel frei, dann kannst du dir das kurz angucken. Mhm. Oh, mein Sprit geht aus. Okay. So, kannst mal schauen. So, dann gucken wir mal kurz beim Markus rein hier. So. Ich würde sagen, da haben bei dir die Rohre wieder nicht geladen. Ich komme mal zu dir. Das Problem hatten wir noch beim letzten Mal schon, dass du die, dass du die Rohre nicht ziehen konntest. Und interessanterweise auch in der Ecke hier. So, so er warte, würde aber welche bauen wollen bei mir. Das ist jetzt komisch. Ja, das wäre wirklich sehr komisch. Bin schon auf dem Weg. Ach ja, Qualitätssoftware. Yep. Na gut, okay, ich lass dich mal das mit dem Rohr anfassen. Lass mal hier rein. Besser, weil nee, die Rohre hier jetzt hinten sind aber auch tatsächlich jetzt auch sind voll. Okay, jetzt sind hier auch Rohre eingeploppt, grafisch. Okay, das war dann offensichtlich nur Bug. Ja, okay, dann schalte ich mal wieder auf mich rum. So. Weil ich habe ja diese ganze, die ganze Richtung habe ich ja mit den MK2-Rohren gebaut. Ja, ja, das glaube ich dir auch gerne. So. Ich muss sagen, da gehört auch ein bisschen was dazu, hier mit dem Explorer rumzueiern und exakt die Pipeline zu treffen, wenn man von einem mit beliebigen Ausgangswinkel von der Felskante springt. Ja, ja. Aber der Markus, der schafft das. Ja, das schaffe ich ständig. Der Markus, der kriegt das hin. So, hier sind ja schon Spritverbrenner. Ja, ja, da hat der Sven schon ordentlich. Oh, ich habe eine Schnecke gefunden. Die liegt hier einfach rum. Hallo Schnecke. Blaues Elektroschneckelchen. So, Resttreibstoffproduktion läuft mit 31%. Ach stimmt, da hatten wir das letzte Mal, glaube ich, Tipps für. So. LKW, Hallöchen. Gummiproduktion läuft mit 20%.
pro Minute, 30, das sieht auf 100%, das ist gut. Kunststoffproduktion läuft hier hinten ebenfalls auf 100%. Jetzt ist nur die Frage, können wir hier, wie viel läuft denn hier durch? Ich hasse diese Durchflussrate, die ist mir so toll angezeigt. Ja, vor allen Dingen, weil die Endverbraucher halt nicht alles verbrauchen und deswegen bleibt halt die Durchflussrate halt auch immer wieder stehen und sinkt ab und steigt auf einmal wieder und das ist nur LKW. Ja, es war so ein bisschen schwierig, um rauszukriegen, wo stehe ich denn jetzt gerade? So. Also, Stand der Ding ist auf jeden Fall, wir haben hier hinten 5 Raffinerien stehen. Von diesen 5 Raffinerien produzieren zwei Gummi. Und 3 Kunststoff. Okay, da war nur ein Autosave drin. Okay. So, und der Überfluss von dem, was hier jetzt nicht mehr weggefressen wird, läuft in die Hauptleitung rein. So. Oh, da ist noch ein bisschen. Na gut, Schwefel brauchen wir jetzt auch nicht mal von Hand abkratzen, oder? Warte mal, ist das hier auch eine Ölpumpe? Ja. Ach, das Katerium. Ups, das ist gar kein Schwefel. Die macht 300 Kubikmeter. Wahrscheinlich produzieren wir nicht genügend. Wahrscheinlich könnten wir sehr viel mehr Plaste produzieren. Ja. Wahrscheinlich. Lass mal gerade gucken, was machen die Schwefeltanks. Die Schwefeltanks sind schon wieder voll. Ich mach einmal großes Faglorg. Was machen wir denn aus den Schwefelrückständen? Da machen wir andere Dinge draus. Ja, Treibstoff. Resttreibstoff und dann Ultima Ratio Strom. Ja, ach stimmt, genau, das habe ich ja hier gemacht. Haha, ich habe ja hier Stromig. So, aber Stromskis hingebaut. Das Problem scheint zu sein, dass wir nicht genug Treibstoff verbrennen. Die beiden treibstoffproduzierenden Raffinerien laufen auf jeden Fall gar nicht effizient, während auf der anderen Seite die Tanks voll laufen. So, der Umfüller läuft mit 64%. Hä? Wir haben hier zwei Umfüller. Ich glaube, wir müssen das hier alles nochmal abreißen und nochmal neu bauen, Markus. Ich habe sowas. Habe ich gerade so ein Gefühl. Ich habe befürchtet, dass er das sagen würde. Ja. LKW habe ich gar nicht. Da haben dich leider deine Äuglein getrübt. Das würde ich nie machen. Das würde ich doch nie machen. Einfach hier mal so Schwerölrückstände. Ich könnte pushen gegen den Markus. Warte. Oh. Bist du gerade gesehen? Niemand hat die Absicht, okay. Schweröl zu verklappen. Was er da lacht. Ja. Naja, ich kann sagen, dann funktioniert hier alles. Dann funktioniert hier. Also selbst der ökologische Fingerabdruck, ne? Geschmiert. Also ich glaube, unser ökologischer Fingerabdruck ist eher so ein Ganzkörperbauchplatscher. Auch nicht schlecht. Okay, Markus, was hältst du davon, wenn wir hier tatsächlich einfach nochmal die Plattform ordentlich erweitern? Ja. Und dann hier mal sortiert irgendwie alles aufbauen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Also ich meine, hallo, das Spiel lebt ja davon. Breaking News from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Kannst du bitte mal das Artefakt, das hier irgendwo in der Ecke hängt, abharvesten, weil es mir gerade echt auf die du weißt schon. Wo? Weiß nicht, da hier irgendwo ist eins und es energiert mich gerade sehr. Harvest. Ist das hier dieser komische Baum mit dem Flicker-Flicker-Zeug da? Ich weiß es nicht. Geerntet. Okay, was soll ich denn hier dran machen? Okay, ich hab drauf geschossen. Ach, willst du mal sprengen? Ich hab nichts mehr zum Sprengen. Vielleicht Kettensäge? Das ist halt kein Baum.
Oh. Okay, das ist eine Mercer-Sphäre. Ist mir egal, was es ist jetzt auf jeden Fall still. Das ist für mich die ganz Wichtigste. Vor allen Dingen ist es in Arbeit. So. Ja, ja, das, also irgendwie diese Alien-Dinger, die sind auch seit Ewigkeiten in Arbeit. Also schon in den frühen, das ist irgendwie seit, keine Ahnung, die machen alles in dem Spiel, nur diese Alien-Artefakte nicht. So. Ach, guck mal, der Zug steht da. Tja, und jetzt ist mein Beton ausgegangen. Okay, soll ich hier noch ein bisschen hier. Was? Nö. Ich glaube, jetzt reißen wir hier erstmal alles weg bis auf das Zugdepot. Oh. Ja. Genau, ich würde sagen, wir reißen alles weg bis auf das Zugterminal. Das war schwer genug, das dahin zu zimmern. Ja, da bin ich fein mit. Okay. Wir bringen den Fundament. Oh, schön. Schön. Okay. So. Wahrscheinlich werde ich gleich Dinge überall hinkleckern. Das ist zu befürchten. So. Oh mein Gott. Oh, echt jetzt? was? Ezekiel 2316. Ja, schön, kann man machen. Also Pulp Fiction gibt's nicht wirklich in der Bibel. Markus, du müsstest dann, glaube ich, gleich mal hier Dinge einsammeln, weil ich kleckere hier beim Abbauen. Als ob ich ein unendlich großes Inventar habe, aber ich vergib mein Bestes. Ja, danke. Ich steck schon ein, was ich irgendwie einstecken kann. So. Also, was wir natürlich machen könnten, wäre... Macht es eventuell Sinn, Öltanks zu bauen, bevor wir das Zeug abführen? Oder weiterverarbeiten? Ja, halt, ja, Pufferspeicher, aber... Ja, auf deiner Seite auch nicht, ne? Also wir müssen hier wirklich, glaube ich, alles wegmachen. Ja, dann kommt alles weg hier. Also bis auf die... Alter, die Rohre, die du hier gelegt hast, ist aber auch echt eine Freude, ne? Es hat funktioniert, Punkt. Oh, es ist auf einmal hier so still? So. Ja, in unserer Produktion jetzt auch. Okay. Also, das hier sind rein die Ölpipelines. Die können wir theoretisch genauso lassen. Was ist das Ding hier? Ach, keine Ahnung. Warte, Markus. Ach so, da hatte er eine Werkstatt hingebaut. So. Ja, ich dachte, das könnte irgendwie sinnvoll sein. Irgendwann mal. Okay, warte mal, hier ist doch gerade irgendwie... Oh, ein Häschen! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Hade! Hallo! Hallo! Bitte es. Kill it with fire. Hase? Das ist ein Echsenhund. Jetzt ist er gut. Feines Echsenhundi. Fein. Hast du den etwa gerade gebolzt? Ja. Hättest du ihn noch streichen können, ne? Ja, er hat ihn gestreichelt mit einer Stahlstange. Nein. Man. Warte, ist er noch da? Ist er noch da? Man kann ihn jetzt nämlich auch noch streichen. Na, jetzt ja. Nicht mehr, jetzt ist er despawned. Ich kann auch eine Kuh mit einem Bolzen im Kopf streichen. Aber das ist so. Genau das Gleiche. Unfassbar. Ich kann auch ein Burger Patty formen und das Streicheln nennen. Ja. Na, ist ja eigentlich auch irgendwie. Also,
Burger Patty zu streicheln ist, ist ja auch irgendwie, ne, Tierliebe. sag mal, sind das die Dinger, die du hier, hast du hier schon neue Förderbänder hingestellt? Nein, die standen hier? Noch von vorher. Die kannst du wegmachen. Okay, gut, dann mache ich sie gerade mal kurz weg. So. Und dann schauen wir nämlich mal, dass wir hier auch irgendwie den Bandwurm, ich meine Salat, irgendwie besser hinkriegen. Dass wir den besser hinkriegen, da mache ich mir keine Sorgen. So, und hier mal die ganzen. Jetzt mit 200% mehr Bandwurm. So. Und hier und hier. Klingt ein bisschen nach dem Auslandssemester, das meine Frau erzählt, als in China war. Vielleicht kneten sie Tiere streichen oder später. Ja, ein bisschen. Okay, so, okay. Also Sven. Sven. Ja? Sven. Ja, ja, ja. Wie machen wir es? Hart und dreckig? Oder mit dem Band? Weich und Dampf, dann immer sehr liebevoll. Was ist denn die Alternative? Wie machen wir es hart und dreckig oder? Ja, mit dem Band immer sehr liebevoll. Sanft und geordnet? So. Ah, sanft und geordnet. Okay, also. Also, wir brauchen Öl. No? So. Und jetzt lasse ich den Markus hier einfach stehen. Weil ich gehe fahren auf der Autobahn. Was? So. Ja, das hat auch gut funktioniert. So. Okay, erstmal weg mit dem Teil. Okay, also. Was machen wir zuerst mit dem Öl? Ja, zuerst denke ich, wollten wir eigentlich Kunststoff und Gummi produzieren. Okay. Das heißt, Juli, es würde Sinn machen. Sekunde. Okay. So. Sozusagen jetzt hier die erst produzierten Raffinerien im großen Stil wie an so einer Perlenkette aneinander aufzureihen. Ja, aber ich würde. Ja. Ja, doch, macht Sinn. Doch, macht Sinn. Das heißt aber auch, dass wir hier gleich mal die Rohre anders legen werden. Das können wir dann als nächstes noch tun. Das ist so. Also einfach, damit wir hier schöner in die ganzen Dings reinkommen. So. So, okay. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir dann trotzdem noch bei der ganzen Nummer einen Haufen Schweröl produzieren, mit dem wir dann auch noch irgendwie was tun müssen. Das heißt, da brauchen wir auch nochmal Platz für die Raffinerien, die das dann verarbeiten und die Dings, Strom. Also, weißt schon, die Spritgeneratoren. Boah. Warte mal. Also für Kunststoff brauchen wir Polymerharz und Wasser. Ja, das ist ein alternatives Rezept. Ach so. Okay. Also könnten wir natürlich auswählen? Auch machen. Okay, ja, okay, ich verstehe. Das heißt, wir machen Kunststoff direkt aus Rohöl. Boah, es gefällt mir. Pass mal auf, wie viel Zeug produzieren wir denn jetzt hier gerade? Also, nichts. Einmal 150. Hier haben wir schon mal 150. So, dann guck ich mal da hinten. Ja, okay, du bist da hinten schon. Der macht 300 Kubik pro Minute. Ja. Nee, Quatsch, warte. Mein Durchflussrat ist 130 an der Pumpe. Nein, du sollst nicht an der Pumpe gucken, du guckst bitte direkt an den Fabriken. So. Okay. An welchen Fabriken? Excel. Excel. So, also. 1. Da müssten jetzt insgesamt 4 Förderer stehen. 2, 3, 4. So. Ich zähle ein. Ich zähle irgendwo da hinten war noch ein zweiter. Dritter. Hinten sind 2. Ganz hinten haben wir 2. Genau. Und hier vorne haben wir auch 2. Genau. Hier ist noch ein weiterer, der dann hier noch dieses kleine Rohr voll macht. Wir könnten natürlich überlegen, wenn das von. Ein Rohr. Der macht 300. So. Frage. Okay. Ja. Ich habe keinen Sprit mehr. Was? Warum habe ich keinen Sprit mehr? Ich kann dir gleich noch ein bisschen Sprit rauswerfen. Ja, ist okay. Im Bahnhof müsste auch noch was sein. So. Das sind nochmal 300. So. Okay, ich revidiere die Aussage mit dem Bahnhof. Ich glaube, der ist leer. Das ist klar. Und der Zug ist abgefahren. 80.
480, ich geb dir ja so. Ich hab schon, ich hab schon. Okay. So, und das Ding macht 480. So, das ist eine ganze Menge Öl. Wie viel läuft denn hier eigentlich durch so eine... Okay, wir müssen hier tatsächlich mehr Rohre legen, weil durch das Übertakten 300 plus 480 sind schon mehr als eine 600er Leitung irgendwie durchgleiten kann. So. Dann Vorschlag, wir trennen die beiden Pumpen hier hinten. Wo ist er denn? Mal, das ist ja nur eine Pumpe. Wo ist er denn? Ich bin gerade bei den Raffinerien. Ja. So, die Idee wäre jetzt gewesen, die Pumpe hier sollte weiter nach hinten pumpen, dass irgendwie noch die Produktion in der Hauptbasis läuft. Dann trennen wir das hier ab und hier machen wir dann den Rest damit. Ich glaube, du hast nicht so ganz verstanden, was das eigentliche Problem ist. Komm mal kurz mit. Bist du bei mir? Bist du hier? Ich sehe dich da unten. Wo ist er denn? Über dir auf der Pumpe. Okay. Ich bin über dir auf der Pumpe. Ja, da komm mit. So. Dem Jungen darfst du keinen Sprit geben. So. Guck mal. Die hier, die macht 300. Die macht 300. Und die hier, die macht 480. Ja. 480 plus 300 sind mehr als 600, als die MK2 Förderleitungen produzieren. Das ist okay. Problem Nummer uno. Dann würde ich sagen... Wir nehmen hier sämtliche Rohre weg und stapeln die mal schön. Oh, jetzt ist aber hier. Jetzt gibt er mal Gas. Ja. Damit wir irgendwie auch mal die Rohre voneinander unterscheiden können. Von mir aus können wir da auch Schilder ranhängen. So. Okay, erstmal brauchen wir jetzt einen Rohrstapler. Genau, einen Rohrstapler. So. Und, wie war denn das nochmal? Logistisch. So. Stapelbare Pipeline da. Mach das mal auf die 4. 4 klingt gut, wir brauchen glaube ich gerade keine. So, okay. Also, gar kein Thema, dann gibt es eine Stapelpipeline. Mhm. So ein bisschen wie Stapelchips, nur nicht ganz so lecker. Oh, und hier zwischendrin ist auch noch ein Stück. Warte mal, nee, das ist MK2. Warum sieht das hier auf einmal anders aus? Okay. Naja, egal. Sorry, tut mir leid. Willkommen zurück, dann schalte ich mal wieder dein Bild ein. So. Ach, es freut mich, Melmark, dass der Abend so entspannt ist für dich. Mit uns. Das Kind. Der von Sven ist es gerade nicht, weil ich wahrscheinlich. Was? Der Abend entspannt. Ach so. Nein, meiner ist es nicht. Der Sven kleckert nämlich hier schon wieder überall Ressourcen hin. So. Ach so. Ach, jetzt macht er das Ding raus. Okay. Ja, ich hab's gerade verpeilt. Fanti! Du hast die 12 Monate geschafft! Wie cool. Schlecht! Wie cool! So. Dann nimmt der Sven hier mal die stapelbaren Pipelines. Ich stell dir die stapelbaren Pipelines hin und du kannst sie direkt verbinden, okay? Okay. So. So. Und. So und so. Und. So und. So. Und dann gehen wir bis hier hin. So. Optisch interessant, aber ich würde sagen, wenn Sven das sieht, rastet er aus. Was? Ich will hier weg! Ich will hier weg! Und dann können wir tatsächlich erstmal bis
Oh ja, oh schön, 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 schön. Ich glaube, da habe ich mich schon richtig positioniert. Hier und hier. So. Und da kommen wir hier schön rein. Okay. Also hier. So ist gerade. Jawohl. Hier überall die Flugkisten hier irgendwie rumdümpeln. So. Warte, warte, warte. Ich muss hier den richtigen Abstand finden. So. Jetzt muss ich hier wieder Dinge wegmachen. Ich klecke hier gleich wieder überall hin. Ja, ja. Das bin ich schon gewohnt. Mhm. So. Wäre auch irgendwie zu viel verlangt, sein Inventar aufzuräumen, bevor man sagt, ich mache jetzt hier Refaktorisierung. Ja, tut mir leid, ich bin ja hierher gelaufen. Weil jemand meinte, oh, ich sehe keine Ding. Du, Fanti, jetzt habe ich Zeit. Warum bist du gelaufen? Hast du nicht das Auto genommen, wie der normale Mensch? Ich meine, hallo, okay. Wir müssen diesen Planeten hier irgendwie Luft verschmutzen. Wie kannst du mir das dann erlauben, hier so ökologisch freundliche Dinge wie Laufen zu machen? Geht's dir noch gut, mein Lieber? Muss ich mir Sorgen machen? Muss ich dich irgendwie einweisen oder so? Drei. Und. Ja, Fanti. Der Sven brummelt nur noch vor sich hin. Ja, genau. Der rein. Ich danke dir für 12 Monate Sack im Nerdset-Alter. Dankeschön, dass du schon so lange dabei bist. Als so langer treuer Kunde hast du natürlich deinen Ring. Du hast natürlich einen wundervollen Mantel mit 3 Knöpfen auf der einen Seite und 4 Löchern auf der anderen Seite. Du hast natürlich ein Einstecktuch, das ist ganz besonders. Das hat leider nur Franz und ist ein bisschen Motten zerfressen, aber immerhin bei uns völlig hilfreich, gerade in der Arbeit. Dein Schallschraubenzieher hat 2 Stufen, eine vorwärts und eine vorwärts. Und ansonsten schön, dass du da bist. Reise mit uns in der Tat. Immer sortieren. Ihr seht, da geht was nach 12 Monaten. Ja, 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 da geht was. So, so, so. Ach, okay, Markus hat schon aufgeräumt, sehr gut. So. Was wird das hier? Die Zen-Garten-Variante von Satisfactory? Ja, danke. Endlich hat er es kapiert. Alter. Apropos Zen-Garten, apropos Zen-Garten. Sven? Ja, ja. Jetzt ist wieder besser. Ja? Du bist gerade wieder so ein bisschen mit der Brille im Ach so. am Bildschirmrand versunken. Ich bin auch 200% näher. Also entweder wie Markus und ich, wir sind gleich weit weg, oder Sven ist einfach so viel näher, so viel weiter weg. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das finde. Gibt's auf Steam so ein Spiel, Distant Svens? Ja, ja, okay. Also bei uns sieht man den Kopf und irgendwie Sven ist echt präsent. Der Stuhl und so. Ich habe mir halt tatsächlich einfach ein bisschen mehr Platz genommen irgendwie. Ja, ich meine nur, dass wir vielleicht so sollten wir das alle machen. Also wenn es dich beruhigt, in dem YouTube-Aufnahmefenster ist das alles ein bisschen einheitlicher gestaltet. Ah, okay, dann lass beruhigt mich. Hallo YouTuber an der Stelle. Komm vorbei im Discord, komm vorbei im Chat und sag uns Hallo. Komm auf Twitch vorbei. Wie so viele. So, jetzt haben wir mal die Frage, Sven. Hä? So. Das. Was? Ja. Okay, ja, also, weiß nicht. Alles, was quasi hier hinten noch nicht rauskommt, wird jetzt einfach in unsere Hauptbasis geliefert. Damit dort weiter die dortige Plastikproduktion funktioniert. Das ist jetzt erstmal nur so ein Bypass, ne? Es ist nur ein Bypass erstmal. Bitte, Chat-Antwort. Dann müssen wir auch hier wieder Strom anschließen, ne? Ja, ja, natürlich. Wir müssen hier auch wieder Stromski dann gleich machen. Ich glaube, Heino, man in Satisfactory die höhere Quantität an Items, also du hast verschiedene, mehr Erze, mehr Plastik, mehr Computer, was die Detailreiche der Baumöglichkeit angeht, bist du, glaube ich, Space Engineer, kreativer unterwegs. Ja, ja, schon. Also du kannst auch in Satisfactory so ein bisschen kreativ bauen und Basen bauen und so weiter, aber ich
Ich würde jetzt sagen, ein eigenes Raumschiff kannst du halt nur in SE bauen. Ja klar, das liegt halt auch daran, dass du in Satisfactory auch, abgesehen von den Autos und so, die es halt gibt, kannst du ja auch nichts anderes bauen, was sich bewegt. Also du kannst jetzt nicht mit drei Blöcke zusammenschmeißen und damit durch die Gegend segeln. Ja. Und es gibt da in Satisfactory auch nicht so viele, ich sag mal, Dekorationsblöcke und so ein Käse. Es gibt ein paar, klar, keine Frage. Du kannst auch noch ein bisschen was mit Skins machen, schön und gut. Aber ich glaube, das will Satisfactory ja auch gar nicht sein. Also das ist ja jetzt hier irgendwie kein Anno, das irgendwie explizit darauf aussetzt oder irgendwie ausgerichtet ist, irgendwie auch schön Bauern eine Bleibe zu bieten. So. 8 mal 30 sind 240. Wir haben gerade mal die Hälfte der ersten großen Quelle. Frage, ist es Absicht, dass wir alles von der oberen Pipeline anschließen? Ja. Gut. Ja. Und ich erkläre dir gerade, die obere Pipeline ist ja die, die von der hintersten Quelle kommt. Mhm. Die macht 840. Die hier hinten mittlere, okay, alles gut. Nein, die hinterste. Ja, weil du kommst jetzt hier irgendwie von der zweiten Pumpe, kommst du dann hoch und setzt eine zweite Pipeline oben drauf. Das hat mich gerade kurz irritiert. So. Und jetzt, also, wir haben jetzt quasi in der obersten Pipeline fließen 480 Rohöl. Okay? Mhm. Jede Plasteproduktion, jede Kunststoffproduktion verbraucht 30. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir hier 8 Raffinerien. A 30 Rohöl, die da reinlaufen. Und das sind dann insgesamt 240 Rohöl? Genau, von 480, die in der obersten Pipeline laufen. Okay, dann würde ich sagen, baue ich schon mal ein paar Betonsockel, um irgendwie weitere Raffinerien in der zweiten Reihe aufzubauen. Also du merkst, es geht hier noch eine ganze Menge mehr. Also eigentlich können wir hier die komplette, ja, diese komplette Fläche verdoppeln. Ja, oder wir können natürlich... Nur um die oberste Pipeline irgendwie mal leer zu kriegen. Dann haben wir noch eine Pipeline mit 300 und eine noch nicht angeschlossene Raffinerie mit nochmal 300. Okay, würde ich jetzt mal so ein bisschen vorschlachten. Also einerseits haben wir natürlich noch ein bisschen Öl, was nach hinten muss, aber das hat ja die ganze Zeit auch mit einer Pumpe gereicht, gefühlt. Abgesehen davon, dass ich jetzt, glaube ich, hier wieder die Dings wieder einstecken habe. Was sagt denn die Zeit, Markus? Was sagt denn die Zeit? Ja, die Zeit sagt, wir können eigentlich mal kurz Folgenende machen. Das dachte ich mir. Weil wir sollten uns nämlich mal ganz kurz im Off beraten, wie es dann gleich weitergehen soll. Gute Idee. Oh. Ja, sonst rennen wir hier irgendwie alle ein bisschen verwirrt rum, gucken auf Dinge und wissen immer noch nicht, was wir tun wollen. Genau, Männer, die auf Pipeline starren. Alles klar, in diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen für alles, was ihr auch so tut. Dankeschön dafür und tschüss. Tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal. Button, Daumen, Glocke, ihr wisst schon. Tschüss.